Ja, die fingen an mit sich stark kriegen und dann fing auch einmal alles an zu blubbern. Kellerräume wurden betroffen, das heißt Waschmaschine, Wäschetrockner, Schuhe. Schutz und Sicherheit kann sich jeder leisten. Spätestens wenn man mit den Gummistiefeln in den Fäkalien steht, erübrigt sich die Frage nach den Kosten. Ihr Heim ist vielen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen Ihnen, dass es oft einfach ist, ein Gebäude vor Schaden zu bewahren. Starkregen, Sturzflut. Genaue Vorhersagen dafür sind fast unmöglich. Ein heftiges Gewitter reicht aus und es fällt mehr Regen, als der Boden aufnehmen kann. Wege verwandeln sich in Wasserstraßen, weil Flüsse über die Ufer treten und die Kanalisation überläuft. Es sieht nun tatsächlich so aus, dass die Starkregenereignisse zunehmen werden. Die Wassermassen suchen sich ihren Weg ins Haus. Wandöffnungen wie Türen oder Kellerfenster sind besonders anfällig, aber auch zum Beispiel tiefliegende Garagen. Wie etwa bei einem Unwetter im Juli 2014 in Bad Hersfeld. Das fing an, nachmittag so kurz nach drei, kam der erste Hagelsturm und dann ging es weiter. Ununterbrochen Regen. Im Keller steht das Wasser bis zu einem Meter hoch. Der Schaden ist unübersehbar. Heizung kaputt, Gefrierschrank, Waschmaschine, alles hin. Garage voll, da steht ein Cabrio drin, das Wasser rennt gelaufen. Die Feuerwehr im Dauereinsatz. Die fangen jetzt an und pumpen die Keller leer. Und bei uns pumpen sie dann die Keller als letztes leer. Nicht nur Oberflächenwasser, auch Sickerwasser kann ins Haus gelangen. Unter Umständen wird es aufgestaut und kann die Kellerkonstruktion schädigen. Wasser kann aber auch noch auf einem ganz anderen Weg ins Haus gelangen. Bei Starkregen kommt das öffentliche Kanalnetz nämlich unter Umständen an seine Grenzen. Dann können Regen und Abwasser aus dem Kanal über die Hausanschlüsse zurück ins Haus fließen und treten dort an der tiefsten Stelle aus. Rückstau nennt der Fachmann dieses Problem. Diese Starkregenereignisse können tatsächlich jeden betreffen. Auch wenn man mit seinem Haus am Berg oben steht, kann der Kanal durch Starkregen überlastet werden. Aber wie können Sie Ihr Haus vor Starkregen schützen? Ein Rückstauverschluss sollte in das Abwassersystem des Hauses eingebaut werden. Der Rückstauverschluss öffnet sich immer dann, wenn Abwasser vom Haus Richtung Kanal fließt. Ist das Kanalnetz überlastet und fließt Schmutzwasser in die Gegenrichtung, so schützt der Rückstauverschluss das Gebäude vor Schäden. Nach wie vor ist es so, dass viele Häuser nicht gesichert sind und es sehr häufig ein böses Erwachen gibt, wenn es dann tatsächlich zum Schadensfall kommt. Ein einzelner Rückstauschutz, etwa für Kellerwaschbecken, kann auch sehr kostengünstig im Siphon nachgerüstet werden. Liegen Toiletten oder Abflüsse tiefer als das Straßenniveau, dienen Pumpen dazu, das Abwasser durch eine Rückstauschleife nach oben in Richtung Kanal zu heben. Eine sogenannte Hebeanlage. Und über diese Rückstauschleife wird auch zugleich das Gebäude gegen Rückstau gesichert. Bei Neubauten empfiehlt es sich, Kellerfenster möglichst hoch zu planen. Fenster in wasserdichter Ausführung lassen sich nachrüsten. Das gleiche gilt für Eingangstüren. Lichtschächte sollte man mit Schwellen versehen. Diese verhindern auch das Einströmen von Wasser bei Kellertreppen und Zugängen zu Souterrainwohnungen. Ungesicherte Wanddurchführungen für Rohre und Kabel sind geradezu Einfallstore für das Wasser von außen. Sie lassen sich aber mit druckwassersicheren Dichtungen schützen. Auch diese sind nachrüstbar. Die Kosten für die Vorsorgeaufwendungen sind viel, viel geringer und letztendlich preiswerter, als wenn ich einmal ein Schadensereignis habe. Sorgen Sie also vor und rüsten Sie sich für den nächsten Starkregen.